spreche mit der Maya. Maya. Nimm die Muni noch mit dir. Gerade bin ich sicher, aber sie werden mich nicht in Ruhe lassen. Oh, Muni. Ich weiß nicht, was ich ihnen getan habe. Sie müssen sie aufhalten. Da kommen sie jetzt schon. Angriff überleben, wenn ich das schon lese. Oh. Aua. Schon der erste Medikett wieder weg, ey. Schon? Ja, schon. Alles in Ordnung? Wenn mir so tierisch auf den Keks geht, das sind diese komischen Selbstmordattentäter. Die gehen mir ja auch im wirklichen Leben auf den Sack. Aber die Knarren sind schon besser wie gerade. Ist sicher? Ja. Oha. Bin mir nicht sicher. Super, ich muss auch schon wieder nachladen. Ey, Mann, ein Medikit nur noch. Ich schmeiß Geschütz. Ja, ich mach auch ein Geschützchen. Traut er sich nicht, das Arschloch. Mach den nur mal raus da. Da ist er doch. Warum schießt das Geschütz nicht? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Deins auch schießt deins auch nicht? Mein schießt auch nicht. Kommen sie. Aber jetzt. Doch nicht. Komm doch hoch. Dann gebe ich einen Schädel. Danke. Genau das wollte ich. Junge, da kannst du ruhig auf mein Geschütz schießen. Das nutzt dir gar nichts. Oh Mann, das ist mein Geschütz ist kaputt. Meins auch gleich. Was? Oh, jetzt kommen nur so lilane oder was? Ach, das kann doch nicht sein. Ein Brandy. Ah, hinter mir! Oh. Keine Mutter, ich mein ja! Agent am Boden. Die geht gleich hoch. Die Panik. Ah, hinter dir, Doc. Ja, ich seh den. Der ist immer noch hier. Ja, der duckt sich. Komm her zu mir. Der nächste geht in den Kopf. Scheiße. Pass auf, hinter dir wieder. Ja. Kommt weg! Und noch einer! Ah, ich bin down! Agent kampfunfähig. Musst du mich holen? Ich bin hinter dir. Okay, danke. Ich nehme Medikit. Ja. So, der ist hinter der Säule hier. Ja, ich sehe den. Schmeiß mal ein Granätchen hin. Komm durch, der Dicke. Ja. Geschütz. Geschütz. Schmeiß eine Rolli. Steht. Ja, der liebt Geschütze, der Dicke. Der ist down. Jawohl, Mann. Jetzt den Rest.
Konzentriert, weiter. Rolli fliegt. Alter Belly, ey. Einer. Sniper ist das. Der ist down. Bunker verlassen. Jawohl. Haben wir's? Die Musik läuft so noch. Wir haben's. Maya? Maya ist noch da, die lebt noch. Ja, wir sollen nach Maya suchen. Warte. Na komm, ich komm, wir sollen nichts machen. Warte. Ach, Mann. Ich gehe zurück, sobald die Eskorte eintrifft. Okay. Ich muss mal wieder meinen Rucksack ein bisschen leer machen. Sammel mal ein. Sie geht zurück, sagt sie. Och, ich muss meinen Rucksack leer machen. Alter. Ich habe wieder irgendeine Klamotten gekriegt, die ich nicht brauche. Alter, wir haben es geschafft. Ja. Wir haben es gepackt, ja, ey. Ja, Freunde. Mega, 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 mega. Aber es war besser mit dem Geschütz. Hast du gesehen, wie da drauf den Typen geballert absolut, hat? Ja, absolut. Haben wir gut gemacht. Aber sowas von... War schon gut, also. Wir müssen hier den Schalter umlegen. Nein, du machst erstmal gar nichts. Okay. Ich muss erstmal noch einsammeln hier. Ich hab ja nur gesagt, warte mal, hab ich mein Geschütz noch? Ja, du hast immer gesagt. Mach mein Geschütz mal kaputt, geh mal da weg. Ja, ich muss jetzt eben hier einsammeln, also plündern. Leute. Und dann will ich hier weg. Und ich nehme mal meine. Da hinten liegt noch was Blaues. Okay. Kann ich wahrscheinlich auch alles nicht einsammeln, doch kann ich noch. Der Arsch, ey, der Fettsack, ey, Mann hier. Aber das Geschütz war gut. Ja. Viel besser als die Drohne. Also da siehst du mal, dass das Geschütz wahrscheinlich wohl doch effektiver ist als die Drohne, oder? Ja. Ja, aber nicht, wenn du bewegte Ziele hast. Ja, das stimmt, oder? Wenn du irgendwo... So, bist du bereit? Ja. Dann los. Leute, ich hab gedacht, wir packen das nie. Hm. Okay, ich mach den Schalter. Mit den von Maya besorgten Teilen. Jawohl, ja. Das schafft. Ich schicke ein Team, um Maya zu helfen und die Gefallenen für das Begräbnis zu bergen. Jawohl, bereit? Ja, Stufenaufstieg auf 24. Ja, ich hab noch nicht. Leute, was für ein Kampf. Feindliche Übertragung empfangen. Was? Hier müssen wir lang. Nebeneinsatz. Warte mal, hier liegt noch was. Oder? Na, hier hinten. Ich weiß nicht. Ich muss da erst. Ich muss irgendwann erstmal alles verkaufen, ey. Wo war denn da? Ach, da. Oh. Meine Güte, ey. Ich hab gedacht, wir packen da. Okay. Ja, ich habe auch extra die stärkere Waffe genommen. Kommen Sie rein hier im Aufzug. Aufzug? Mann. Boah. Das war gut. Das war nicht schlecht. Boah, little belly. Das war ein Kampf. Also das war, muss man ganz ehrlich sagen, das war ein Kampf. Aber die Musik gefällt mir nicht. Nee, die gefällt mir auch gerade nicht. Tageslicht, du hast uns wieder. Ach, hören Sie auf. Jawohl. Jawohl, ja. Was sind wir hier? Kommen wir hier immer rein, oder was? Oh je. Wer hat uns denn jetzt gesehen? Weiß nicht. Wo müssen wir hin? Zum Weißen Haus? Sollen wir eine Schnellreise machen oder was? Ich weiß nicht, wir müssen aber zum Weißen Haus oder was, ne? Ja. Okay, dann los. Schnellreise. Schnellreise zum Weißen Haus. Wo ist das? Ich find's nicht. Schnellreise X. Und ab geht die Post. Boah. Ja. Leute. Boah. Das war jetzt nicht ohne. Das war, ja. Haben sie aber gut gemacht. Ah, ich finde, ich bin zu schnell kaputt gegangen wieder. Hm. Ja, es ging zu schnell. Ich bin einfach zu schnell gestorben, glaube ich, wieder. Und, war ich nicht... Ja, ich habe auch irgendwie nicht richtig aufgepasst. Hier steht da, ist ein D-Netzwerk reaktivieren. Wir müssen aber jetzt erstmal hier rein. Wir haben einen Notruf aus New York erhalten. Ja, da müssen wir rein. Stimmt, das ist unser Ziel. Wir haben Verstärkung angefordert. Na los. Wir treffen uns auf dem Rasen. Wir gehen mal eben rein, Leute. Ja. Oh. Ihre Arbeit hat die Kommunikation, Sicherheit und medizinische Versorgung deutlich verbessert. Im Lagezentrum gibt es ein Überwachungsteam, neue Funkkoordinatoren und einen Bereitschaftsraum für Patrouillen.
Wir haben erfolgreichere Einsätze und ein besseres Ressourcenmanagement. Die Krankenstation wandelt sich von einem Feldlazarett in eine richtige Klinik. Mit Intensivstation und Chirurgie können wir jetzt Leute heilen, statt nur zu priorisieren, wen wir retten. Das Shade-Netzwerk kann national wieder reaktiviert werden. Sobald es läuft, können wir mit Agents im ganzen Land kommunizieren. Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen für alles danken soll, was Sie getan haben. Ohne Ihre Hilfe hätten wir nicht überlebt, geschweige denn uns so entwickelt. Danke, Agent. Machen Sie weiter so. Wir werden uns Mühe geben. Okay, dann machen wir das Shade-Netzwerk. Ja. Aber erst müssen wir verkaufen, ne? Kommen Sie hier, machen wir eben. Ja gut, machen wir das eben. Irgendwo hier unten. Ich geh mal runter. Hier. Hier. Ich mach mal. Ja. Haben Sie auch einen Stufenaufstieg? Psst. Nein. Vor einem Augenblick wurde das Shade-Netzwerk landesweit wiederhergestellt. Für Division Agents, die noch kämpfen, um das Land zusammenzuhalten, und alle, die sie unterstützen oder arbeiten, Tag und Nacht, um von hier aus zu helfen, ist das der Wendepunkt, wo Entschlossenheit aus verzweifelter Hoffnung wächst. Sie haben schon das Unmögliche möglich gemacht. Dank Ihnen fühlen sich die guten Leute in dieser Stadt wieder sicher. Und unsere Feinde schlottern vor Angst. Ich sage, es ist Zeit, sie aus ihren Schlössern zu werfen, um denen, die zu uns stehen, klarzumachen, ebenso wie jenen, die gegen uns sind, dass wir nicht zögern werden und keine Kompromisse machen, dass wir niemals aufgeben werden. Wir werden jedes Opfer bringen und siegreich sein. Koste es, was es wolle. Einsatz Koste, abgeschlossen. Was es wolle. Stufe 24. Glückwunsch. Dankeschön, gleichfalls. Ich hab eine Gänsehaut. Warum? Ich weiß nicht, der hat so eine tolle Rede geschwungen, der Präsident. El Presidente. Ja. Irgendwann wirst du auch El Presidente sein. Leck mich. So, wir müssen jetzt irgendwas machen hier, oder? Ja. Oder nicht? Haben wir doch verkaufen. Jetzt. Verkaufen. Vor allem so. Verkaufen. Sie sind auch durch den Wind jetzt. Absolut. Heide, nein. Holla, Herzchen, war das ein Kampf. Verkaufen war hier, glaube ich, ne? Kommen Sie her, hier, bei ihm, hier. Hier. Komm mal her, Kollege, ich muss was verkaufen. Warte mal, man kann auch was verkaufen. Ich will erst verkaufen. Verkaufen ist mir viel wichtiger. Weil ich habe so viel Scheißdreck, Arsch, Mist, Kack hier drin. Kaufen meine G36, die lieb ich. Ach du mit deiner G36. Ja, nu. Ich muss viele Sachen verkaufen. Ich habe so, immer, ich habe so viele Klamotten, ne? Emmelines Wächter? Das ist doch ne. Ich habe einen Superkleber bekommen. Egal, ich verkaufe jetzt. Stufe 19, verkaufen. Sache immer in Ehren. Ich nehme mich. Auf ich mir. Recht. Verkaufen. Mal Stufe 19 Klamotten verkaufen. Genau. Nach genau sowas habe ich gesucht. Alter Belly. Das war schon. Also der Kampf war heftig, fand ich. Ja. Weil du gar nicht wusstest, was ist jetzt überhaupt los, ey. Ja. Das ging jetzt richtig, ne? Boah. Das war schon, also... Kamst dir auch vor, wie auf dem Präsentierteller. Du hattest ja keine Möglichkeit irgendwo hin, ne? Du warst da eingesperrt. Das hatte noch gefehlt. Und das ist das Schlimmste, was einem passieren kann eigentlich, oder? Ja, aber du kamst ja nicht weg. Richtig. Boah, ich habe so viele Klamotten im Rucksack, ne? Ich muss jetzt erstmal... Ich behalte jetzt erstmal die ganzen Stufe 23 Klamotten. Mhm. Und das andere verkaufe ich alles. Nach genau sowas habe ich gesucht. Weil die Sachen, die du ja, sowieso angelegt hast, kannst du sie nicht verkaufen. Hast du ja gesagt. Ja. Danach suche ich schon eine Weile.
Wofür muss ich denn? Das kommt gerade. Ich habe jetzt nichts Falsches verkauft. Ach, weg damit. Nach genau sowas habe ich gesucht. Wer braucht denn so eine Scheiße hier? Was ein Kampf, Lecko Fanek, ey. Der war schon, also da muss man ganz ehrlich sagen, das war heftig, Leute. Genau, was ich wollte. Oh ja. So. Jetzt habe ich nur noch Stufe 23 Sachen. Jetzt gucken wir mal, was wir verkaufen können, weil ich brauche was mit Bums. Mit richtig, richtig. Verstehst du? Richtig Bums. Richtig. Wo kann ich hin? Ach, da. Was hast du denn anzubieten, Kollege? Ich brauche eine vernünftige, aber die haben alle wenig, alle schlechter als meine. Ist auf jeden Fall stärker als die. Verstärkte Rotorblätter. Ach so, hat der auch noch, ne? Und Zeug, ne? Mhm. Stimmt. Und eine neue CPU für die Drohne. Für das Geschütz. Die kaufe ich mal. Die kaufe ich. Kaufen. Danke für Ihren Kauf. Ja, gerne. Und die verstärkten Rotorblätter kaufe ich noch. Hoffe, Sie beehren mich bald wieder. Und sonst hat der nichts. Der hat nichts da, was ich brauchen könnte. Okay, Kollege. Da haben wir beide was von. Ja, da haben wir beide was von. Das stimmt. Das war schon nicht schlecht, Präzision. So, was hat der hier? Menü öffnen. Quartiermeister. Oh, hey. Was hast du denn anzubieten, Kollege? Kann ich irgendwas neu machen? Ja, Scharfschützendienst brauche ich nicht für die. Also die. Gucken, ob ich die Drohne noch ein bisschen. Weil die Drohne war ja schon cool, ne? Ja. Reparaturdrohne. Vorteile kann ich noch, habe ich noch gekriegt. Oh, was hat der denn noch hier zum Kaufen? Noch so ein paar schöne Mods. Stärkte. Ach hier. Er hat dann noch was fürs Geschütz. Kaufe ich mal. Mit Ihnen handle ich gern. Pass auf, dann bleibe ich erstmal wieder beim Geschütz hängen. Ja, ich benutze es auch, weil das ist einfach das Beste. Das ist richtig cool. Ja, das stimmt. Das macht Sinn und aber ich kann auch keine Vorteile mehr machen, weil ich alles Stufe 30 brauche. Ich habe die Stufe 13 Mods für das Geschütz. Das geht gar nicht. Das habe ich Ressourcen freigeschaltet. Ach, das G36 hat immer noch keinen. Was ist hier los? Okay, Leute. Wiedersehen. Ach so, nein. Ach, fuck. Wollte ich doch. Ich würde mal fast sagen, mit Ihnen handle ich, wir sind zufrieden mit dem, was wir jetzt haben. Ja. Ich habe hier noch was bekommen. Das ist aber nicht so gut. Dann oh, warten Sie mal, eine Mod muss ich hier noch auswetzen. Auswetzen hier vorne. Ich habe einen Behälter bekommen. Ach ja, haben wir ja auch noch. Ach du Scheiße, ich hab dann eine SVD bekommen, Stufe 24. Okay, dann ist das so. Die SVD Stufe 24 ist aber schwächer als die Scharfschützenknarre, die ich sowieso schon habe. Deswegen macht das so nicht allzu viel Sinn. Verstehe, aber ja. Ich habe was gekriegt. Muss man ja auch mal zugeben, ne? Das macht ja nicht allzu viel Sinn dann. Ja. Wenn man was hat. Bringt uns nicht viel weiter. Boah, ich habe eine abgesägte Schrotflinte mit 29,4 Schaden gekriegt. Das ist nicht schlecht. Ja. Ja, dann würde ich mal sagen, war anstrengend irgendwo, aber wir haben es gepackt. Yes. Herr Präsidente. Es ist immer so, dass man vorher sagt, ich schaffe das nicht. Aber wir haben es gepackt. Mit Geduld und Spucke, würde ich mal so sagen. Und Disziplin. Und Disziplin, so sieht's aus. Ja. Und wie das dann mit uns hier weitergeht, Leute. Was meinen Sie denn? Genau das. Mann, ihr Hemdgefühl. Ich guck mal eben, ob ich auch noch so ein Hemd kriege, was sie da haben. Das gefällt mir. Ach so. Ja, was gefällt mir sehr gut. Welches ist das denn? Wie heißt das denn, was sie kann da haben? Kann ja mal eben gucken. Bei der Bekleidung, was ich da anhabe. Ich möchte auch mal so ein Hemd haben wie sie. Das ist ein Ersthelfer-Pullover. Ich glaube, ich habe es auch. Ein Ersthelfer-Pullover?
Ich habe ein Kapitol, habe ich. Kapitol. Er Silver Pullover, den habe ich auch. Ja, gucken Sie. Den möchte ich jetzt auch anziehen. Dann sehen wir fast gleich. Jetzt haben Sie selber an. Sehen Sie? Jetzt haben Sie selber parat. Jetzt mache ich mir jetzt noch ein bisschen Gedanken. Vielleicht sollten Sie sich einen Bart wachsen lassen. Nein, um Gottes Willen. Sie haben sogar meine Sonnenbrille auf, kann das sein? Ja, das ist gut möglich. Oh mein Gott. Aber egal. Aber ich habe das falsche Halstuch, sehe ich gerade. Und dann eine Weste. Aber das macht nichts. Also Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis dahin. Ciao. Ciao. Von mir aus auch.